Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu den verstörenden Visionen. Dieses Mal gehen wir in Vision Nummer 4, es ist jetzt für den Char. Und letztes Mal haben wir direkt die schwierigste Zone gemacht, plus Fall. Das war jetzt nicht so effektiv vom verderbten Andenken-Gain her. Sprich, wenn ihr die zwei kleinen Zonen macht, plus Fall, kriegt ihr auf jeden Fall mehr, weil ihr einfach mehr Mobs tötet. Und ja, ihr solltet auf jeden Fall nicht in die schwierigste Zone reingehen mit Rang 2. In diesem Video gehen wir wieder in eine Vision rein, ganz klar. Und ich werde dieses Mal versuchen, direkt rechts zu gehen, weil rechts in der schwierigsten Zone waren wir noch nicht. Und das will ich euch einfach mal zeigen. Was genau jetzt der Plan ist, ist folgender. Wir gehen hier rechts direkt lang, machen das Bonusziel fertig und dann versuchen wir das auch noch zu klären und dann vorzutun. Keine Ahnung, ob es schaffbar ist. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall 25% geistige Gesundheit Widerstand. Und außerdem haben wir noch 500 geistige Gesundheit, können wir auch so einfach wiederbekommen, indem wir einfach einmal sterben. Flask und Food nicht vergessen, ist klar. So, aufmounten. Diesmal gehen wir wie gesagt rechts. Hier sind auch keine Caster, außer der eine hier. Und dann schauen wir mal, wo pullen wir den hin. Ich würde sagen, hier machen wir einen Zwischenstopp. Sich ganz gut an, finde ich. Okay, ausweichen ist klar. Kicking Dead. Oh, okay, da ist ein Totem gespawnt. Nicht weiter schlimm, though. Clearen wir die hier. Should be fine. Augenstrahl und weiter geht's. Ich würde sagen, hier benutzen wir den Beam. Sehr schön, denn das schaffen wir auch noch. Hier wieder gegen die Wand drücken, okay. So. So, wir gehen schon mal weiter. Und das alles zusammen, okay. Ah, das ist schlecht. Das ist super schlecht. Fuck. Okay, der Caster hier hinten, den müsst ihr auf jeden Fall fokussen. Der stunt euch nämlich. Not good. Ja, ob das jetzt so gut war, aber ich wollte einfach meine Meta benutzen. Oh, okay, wir haben hier das Portal, sehr schön. Es gibt uns einen Buff, wenn wir den Mob töten. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. Junge, jetzt komm raus hier. Gibt euch nämlich den Buff, hier kritische Trefferchance um 10% erhöht, wenn ihr den Mob tötet. Okay, machen wir das auf. Stellen hier unsere erste Kugel. Ach, Digga. Ich drück immer C. Ich bin so blöd, ne? Boost. So, den Mob hier. Am besten auch schon mal den. Kann man hier doch so schön LOSen, oder nicht? Naja, sehr schön. Okay. Ah, hier ist das Stun, bitte unterbrechen. Okay, sehr gut. Soweit so gut. Ich weiß gar nicht, ob in den Häusern auch noch irgendwas drin ist. Ehrlich gesagt auch keine Zeit zu gucken. Scheiß drauf, wir schauen einfach mal rein, ob hier was ist. Das ist nicht gut. Ist hier irgendwas? Also ich sehe nichts oder ich bin einfach blind. Kommen wir nochmal schnell hier rein. Ist jetzt ein bisschen Zeitverschwendung. Ich habe hier aber auch nichts gesehen. Das
So, der Boss, wie gesagt, richtig ekelhaft als Melee. Das Schildbrechen ist schon immer schwer und dann kommt hier der leeren Strahl. Das zackt halt so hart, diese Fähigkeit. Oh mein Gott. OMG. Na gut, ich versuche trotzdem jetzt die Zone. Ich meine, die haben noch einen Tod. Und ja. Hier immer aufpassen, sonst werdet ihr direkt gestunt. So, und Misha, die Gute, ist vollkommen verseucht. Müssen wir leider töten. Dann stellen wir hier nicht unsere Kugel, okay. Unlucky, aber wir haben wie gesagt einen freien Tod, wenn wir jetzt hier sterben, nicht so schlimm. Müssen wir hier sterben, da? Okay. Wir haben unser... Wir sind noch nicht gestorben, also hat noch geklappt. Ah, shit. Toxischer Blitz, unterbrechen wir mal. Rechts raus, okay, was ist das für ein böser Cast? Den wollen wir auch unterbrechen. Ich glaube, toxischer Blitz könnt ihr durchgehen lassen, ist nicht so schlimm. So, was müssen wir hier überhaupt machen? Rexa töten, der müsste irgendwo da hinten sein. Okay. Oh mein Gott. Auf 10 Meter. Na, immer schön aufpassen, wenn der Bildschirm schwarz oder so um euch wird, müsst ihr jederzeit dodgen. Das bitte nicht vergessen. Oh shit, da bin ich voll reingelaufen. RIP! Ah, ist eine interessante Zone, auf jeden Fall auch ekelhaftes Ganz dabei. So. Das scheint hier der Endboss zu sein. Schauen wir mal, was er so kann. Kommt, meine Tiere. Scheiß drauf, wir töten mal seine Tiere. Die casten was. Unterbrechen bitte. Hier sind so Fallen. Okay, da kommt noch ein Tier. Oh, holy shit. Sieht geistige Gesundheit ab, die Tiere. Also die solltet ihr unbedingt töten. Da kommen wir zu Schatten, okay. Da dodgen wir mal. Und dann ist Rexa tot. Gibt es irgendwie ein TP-Back? TP-Back? Ah, da hinten, okay. Ja, dann gehen wir mal zu Frawl. Hoffentlich schaffen wir das noch. Wir haben... auch noch einen freien Tod, also eigentlich ist es safe, dass wir hier alles schaffen. Okay, gut, 232 Mementos, interessant auf jeden Fall. Haben wir also das auch geklärt. Gut zu wissen. Treten wir die mal hier noch. Ach so, wir müssen ja auch noch... Ah, passt schon. Wir sterben dann wahrscheinlich im Kampf, aber ist nicht so schlimm, weil wir ja wiederbelebt werden. Hoffe ich zumindest, weil es nicht buggt. Das wäre sonst ein bisschen bad.
Go, 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 go. Wir haben keine Meter ab. Ist natürlich nicht so geil. Mal gucken, was hier die neuen Spells sind. Okay, zwei Tiere zum Pull. Die hauen wir mal direkt aus dem Leben. Sicher, sicher. Woge der Dunkelheit. Okay. Und natürlich sein Schild. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht brechen können. Oh, wir sind am Sterben. Wie gesagt, wir sollten noch einen Tod haben. Aber vielleicht schaffen wir es sogar noch in Zeit. Ein paar guten Crits. Ah, guck mal, locker. Okay, sehr schön. 255 Mementos. Plus die Belohnungen dürfte eigentlich am meisten geben, was ich jemals erreicht habe. Mit den Charts. Hier die Rexa-Kiste, was haben wir drin? Stärke des Wächters, gut, das für Tank. Und in den schwierigsten Zonen gibt es auch drei Funken statt nur ein. Wie hier ist nur eine drin. Genau, okay, hier so ein Vertrag. Für unseren Missionstisch, glaube ich. Und dann auch nochmal 150 Andenken. So 300 sind 450. 600 alleine hiervon. Und dann, wenn wir jetzt nochmal rausgehen, nochmal 255 oben drauf. Also, es hat gut Andenken gegeben. Sehr nice. Sick. Ihr seht ihr, ihr erhaltet 255. Sobald ihr rausgeht, bekommt ihr erst die ganzen Andenken, die ihr durchs Mobs töten erhalten habt. Und ja. Vertraut ihr mir? Quest abgeben ist ganz klar. Umhang auf 4, was kommt jetzt? Okay, 20 Verderbniswiderstand, alrighty. Dann wieder die Quest annehmen, ist klar. Und dann können wir hier schon weiter scalen, dass wir jetzt Schatztruhen in den ganzen Bereichen auch sehen können, wo auch nochmal ein bisschen was drin ist. Ist nicht so gut, aber wir müssen es halt scalen, um weiter nach unten zu kommen. Deswegen, ja, dauert jetzt eh wieder ein bisschen. Und das war's dann auch schon wieder hier von der Folge. Also das war auf jeden Fall sehr gut. Verderbte Zone, also die schwierigste mit Rexa und die davor gemacht. Mit Rang 3. Ich habe es halt jetzt aufgewertet, dann haben wir Rang 4 jetzt bekommen. Aber mit Rang 3 schon zwei Zonen. Eine mittlere, eine schwere plus voll. War schon nice. Geht natürlich auch wahrscheinlich nur mit dem DH und mit Schurken. Mit anderen Klassen wird es da eher schon schwieriger. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mich supporten wollt, gerne ein Abonnement da lassen. Und ja, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.